Insider Research im Gespräch. Der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Ihr Podcast-News-Anchor und Moderator ist Tech-Analyst Oliver Schoncheck. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, mit inzwischen über 200 Episoden. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Diese Podcast-Folge ist im wahrsten Sinne des Wortes geheimnisvoll. Warum? Es geht um Secrets Management und was man tun kann, damit die Secrets wirklich sicher verwaltet werden. Zum Hintergrund. Da Unternehmen zunehmend DevOps-Praktiken, Automatisierung, Containerisierung und Cloud-Technologie nutzen, sehen sie sich einer neuen wachsenden Bedrohung gegenüber, bei der Anmeldeinformationen, Zertifikate und Schlüssel aller Art in großen Mengen im Quellcode, in Konfigurationsdateien und in DevOps-Automatisierungsplattformen ungeschützt verteilt werden. Das birgt große Sicherheitsrisiken. Und da stellt sich die Frage, wie wird das Management dieser Secrets wirklich sicher? Darüber spreche ich nun mit Martin Gegenleitner. Er ist Pre-Sales Consultant bei Thales. Hallo, Herr Gegenleitner. Hi, vielen Dank. Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben. Und ich fange gleich mal mit einer Bitte an Sie an. Und zwar lüften Sie doch ein Geheimnis. Und zwar, was versteht man denn unter Secrets und unter Secrets Management? Was ist das eigentlich? Ja, das ist so eine Sache. Das definieren manche Unternehmen oder Organisationen oder Communities vielleicht ein bisschen anders. Wir bei Thales machen es eigentlich so. Wir grenzen die Themen Schlüssel und Secrets voneinander ab. Und da kann man sich jetzt wieder weiter fragen, was ist denn da jetzt der Unterschied zwischen einem Secret und einem Schlüssel? Und ein Secret ist für uns eigentlich immer irgendeine Art von Authentifizierungsinformation. Das kann auch irgendwie mit der Kryptographie zusammenhängen, wenn es ein SSH-Key-Pair ist, mit dem man einen Handshake macht auf Basis von Challenge-Response-Verfahren. Aber prinzipiell geht es bei Secrets immer darum, damit jemand authentifizieren kann gegenüber einer Ressource. Das Gegenteil dazu oder das Gegenstück vielleicht besser gesagt sind dann Schlüssel. Und für uns sind Schlüssel oder Keys im Englischen immer irgendwelche Datenobjekte, die man braucht, um kryptografische Operationen durchzuführen, um irgendwelche Daten zu beglaubigen oder zu verschlüsseln. Das hat den einfachen Sinn und Zweck, diese beiden Dinge ein bisschen zu trennen, weil das Management von beiden Dingen sehr unterschiedlich funktioniert, beziehungsweise die Kritikalität relativ unterschiedlich ist. Weil wenn ich etwa Daten mit einem Schlüssel verschlüssle und den Schlüssel jetzt rotiere oder verwerfe, hat das einen wesentlich schlimmeren Impact auf die jeweiligen Daten, weil die sind ja damit verschlüsselt, als wenn ich ein Authentifizierungsobjekt verwerfe. Weil das kann ich relativ einfach wieder herstellen, indem ich an beiden Stellen, die damit arbeiten, ein Update mache. Bei Daten, die verschlüsselt sind, ist es nicht so einfach, die wiederherzustellen und mit einem neuen Schlüssel zu verschlüsseln. Aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, was sind denn alles Secrets? Das beste Beispiel sind in der Regel immer Datenbankzugangsdaten, also eine Applikation, die irgendwie Benutzername, Passwort braucht, um ihre dahinterliegende MySQL-Datenbank abzufragen und dort Queries abzusetzen, SSH-Keys, API-Token, Zertifikate oder zugehörige Private Key, irgendwelche proprietären Username-Passwort-Kombinationen, Kerberos Service Principles, Kubernetes-Kontext, Kontexte oder was immer mehr kommt jetzt auch vor allem mit dem Cloud-Trend, sind natürlich die Cloud-Provider eigenen IAM-Credentials. Also ob es jetzt ein AWS IAM Access Credential ist oder ob es ein mittlerweile heißt Entra-ID Service Principle ist, ganz egal, das alles kann man als Secret verstehen. Jetzt haben Sie uns schon mal aufgezeigt und das zeigt auch, dass das Ganze, wie vielfältig das ist. Wir haben also es abgegrenzt gegenüber Schlüssel, gegenüber Keys, aber haben dann auch jede Menge Beispiele gegeben, was alles so ein Secret ist. Und
man kann sich vorstellen, wenn sowas so vielfältig ist und unterschiedlich, also es kann sein im Cloud-Kontext, es kann sein Datenbank, Skandal, wenn sowas so vielfältig ist, dann stellt man sich sicherlich vor, dass auch das Management sehr vielfältig und damit komplex ist. Was bedeutet denn Secrets Management? Ist das das so von Erstellung bis Löschung oder Verteilung? Was gehört denn alles dazu? Genau, es ist im Endeffekt die Abbildung des gesamten Lifecycles von solchen Secrets. Also das ist genau richtig. Von der Erstellung bis zur Änderung, wir sprechen meistens auch von der Rotation von Secrets, bis auch zur Revocation oder Dekommissionierung von Secrets. Wenn zum Beispiel ein bestimmtes System nicht mehr existiert oder bestimmte Benutzer, die im Besitz eines Secrets sind, dass man, wenn die nicht mehr existieren oder nicht mehr zugreifen sollen auf die jeweiligen Ressourcen, dann müssen auch die zugehörigen Secrets dekommissioniert werden. Und dann kann eigentlich Secrets Management, wie so vieles in der IT, eigentlich nicht als System verstehen, sondern eigentlich als Prozess. Weil der Prozess ist die eigentliche Challenge, dass man den aufsetzt. Das Tool dazu oder das System, was das stützt, das ist eigentlich dann immer nur so der Erfüllungsgehilfe. Genau, aber prinzipiell würde ich sagen, wenn man es in kurzen Worten fassen soll und die Antwort nicht zu ausufernd sein soll, dann kann man sagen, Secrets Management ist eigentlich nur das Lifecycle Management für Secrets, um den gesamten Lebenszyklus eines Secrets abzubilden und zu verwalten. Aber auch wenn Sie es uns sozusagen in der Kürze noch mal definiert haben, sind doch viele, viele Schritte darunter. Wenn ich mir vorstelle, das soll ja alles sicher erfolgen. Also sicher bedeutet natürlich insbesondere auch, dass nur derjenige oder diejenige dann Zugang zu den Secrets hat und damit umgehen kann, irgendwas damit machen kann, der oder die Berechtigung dazu hat. Und jetzt habe ich im Intro Beispiele genannt, wo man gesehen hat, das ist wahrscheinlich nicht so ganz der sichere Umgang, wenn beispielsweise Secrets irgendwo im Code mit eingebaut werden. Warum geschieht das eigentlich und was bedeutet das, wenn ich es nicht sicher mache, diesen Umgang mit Secrets? Ja, also das ist eigentlich gleich das beste Beispiel. Also Secrets werden hauptsächlich für Applikationen genutzt, die dann mit anderen Drittapplikationen oder dahinterliegenden Applikationen sprechen und Daten verarbeiten. Und es ist halt meistens schon so, dass wenn man als Entwickler, also jetzt, wenn man sich die Entwicklerbrille aufsetzt, dann ist es meistens so, dass man halt kurz mal sich was hochfährt und mal was testet und damit das einfach funktionieren, schreibt man in seine Konfigurationsdatei die notwendigen Secrets und Zugangsdaten halt hardcoded rein. Das muss gar nicht direkt im Applikationscode vielleicht drinnen stehen, aber es reicht ja schon, dass es in der Konfigurationsdatei drinnen steht, wie zum Beispiel in einer Punkt-End-Variable. Das gibt es für ganz viele Programmiersprachen, dass man da sozusagen die Umgebungsvariablen in einer Datei erfasst und mit dem mal testet. Und ich sag mal so, es hat sich mittlerweile etabliert, dass man für die Programmierung ein Source-Code-Management-System wie zum Beispiel Git verwendet. Und ja, und da liegt halt auch der Hund begraben. Auf so ein Git-Repository haben in der Regel mehrere Personen Zugriff. Und wenn man jetzt als Entwickler was testet und vielleicht darauf vergisst, dass man in bestimmten Teilen seines Codes so Secrets verwendet und die einfach dann auch zur Versionskontrolle hochlädt ins das Git-Repository, dann ist es da meistens für sehr lange Zeit drinnen. Und aus diesem Umstand lassen sich dann sehr viele unterschiedliche Probleme ableiten. Das Klassische ist natürlich, wir haben in der eine Firma möchte beispielsweise mehr Open Source machen oder wieder der Community etwas zurückgeben und macht halt einfach mal einen Push eines gesamten Git-Repositories, was vorher nur intern verfügbar war, durch GitHub. Und da suchen halt dann, wie sagt man da, fündige Leute dann noch sogenannten Secrets. Das kann man sehr gut mit regulären Ausdrücken beispielsweise machen. Und hat dann auf einmal diese Zugangsdaten aus der Konfigurationsdatei herausgefunden. Das Gemeine an dem Ganzen ist ja nicht nur, dass bei Git die aktuelle Version online ist, sondern wenn ich ein ganzes Git-Repository hochlade, ohne darauf auf die History zu achten, dann kann es sein, dass ein Entwickler vielleicht in einem ersten initialen Commit die Secrets reingebaut hat und sich dann gedacht hat, oh Gott, da sind ja Secrets drin, die muss ich jetzt wieder rauscommitten, hat aber vergessen dann aus der History die Dinge auch wieder rauszulöschen. Das heißt, wir haben da eigentlich relativ komplexes Problem, weil man das nicht von
Anfang an mit bedenkt. Also sozusagen, das ist immer so der Einstiegspunkt. Das andere ist natürlich, es muss nicht unbedingt der Entwickler sein, der diese Secrets verwaltet. Das kann natürlich auch aus dem Betrieb jemand sein, der aus einem KeePass beispielsweise die Secrets verwaltet und dann in die jeweiligen Applikationsserver rein eintippt und das dort verwaltet. Und im schlimmsten Fall ist uns der irgend zu einem Zeitpunkt in seiner Karriere nicht mehr wohlgesonnen, weil vielleicht das Verhältnis mit dem Arbeitgeber nicht mehr gepasst hat. Dann hat der natürlich die Secrets zu diesem Zeitpunkt und kann die mitnehmen und vielleicht auch gegen uns verwenden. Auch das ist so ein Ursprung von bestimmten Informationssicherheitsproblemen, die man nicht vernachlässigen sollte. Genau, also das sind so die zwei Dinge, die ich am meisten sehe, vor denen sich unsere Kunden schützen wollen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Sie uns jetzt darauf hinweisen, weil da denken so manche nicht dran. Und Sie haben ja auch dieses klassische Beispiel uns beschrieben, dass man in der Entwicklung sagt, Mensch, ich baue das jetzt hier hardcoded mit ein, weil ich teste das und dann ist das in der Konfigurationsdatei und das soll ja möglichst einfach alles hochfahren und laufen und man möchte das alles automatisiert haben. Und dann, selbst wenn man dran denkt, wie Sie es uns ja beschrieben haben, ach Mist, jetzt muss ich aber hier die Secrets rausholen, kann das immer noch in der History drin sein. Wenn man dann noch hingeht, erster Punkt, es könnte ja jemand im Unternehmen Zugriff haben, der es gar nicht haben soll, darüber auf die Secrets. Zweiter Punkt, ich veröffentliche das, mache vielleicht so Open Source und dann haben es alle möglichen könnten Zugriff finden. Und Sie haben uns ja auch beschrieben, dass man das relativ einfach aufspüren kann. Und jetzt fragt man sich, weil das ja doch sehr kritisch ist, weil das ja, Sie haben uns ja beschrieben, was Secrets alles sein können und dass die eben dann privilegierte, also überhaupt Zugänge, vielleicht auch eben gerade in der Entwicklung, sind das vielleicht sogar privilegierte Zugänge, die man dann hat. Mhm. Man hat auf einmal Berechtigungen, kann da einiges anstellen, auch eben in produktiven Systemen später. Was macht man denn üblicherweise, um das zu vermeiden? Also man schult wahrscheinlich, Sie sagten, es geht nicht nur um Technologie, es ist ein Prozess auch dahinter. Man schult die Entwicklerinnen und Entwickler, damit die da anders umgehen? Oder was macht man denn üblicherweise, damit der Umgang mit den Secrets möglichst sicher ist? Ja, also ich kenne ehrlicherweise, wenn man jetzt sich das Thema Secrets Management, wenn man da jetzt nur, ich sage jetzt, ich spreche normalerweise immer von Reifegraden. Wenn ich jetzt eher am Anfang, also eine Art Reifegrad 0 wäre natürlich, ich habe nichts und jeder macht's, wie er möchte. Und Reifegrad bezeichnet, also für eine Reifegradbewertung macht man normalerweise immer für einen Prozess. Und ich spreche sehr gern über das Thema, dass Secrets Management eigentlich ein Prozess ist, weil es involviert halt vor allem Personen und Personen müssen das auch akzeptieren, was man sich da als Prozess dann überlegt. Und im besten Fall wird dieser Prozess dann auch so aufgesetzt, dass er einerseits von den Personen, die damit konfrontiert sind, akzeptiert wird und vor allem, dass er dann auch im Alltag zu einer Erleichterung führt. In der Regel sehe ich es, wenn wir gefragt werden, wie wir den Secrets Management machen wollen, da ist meine Gegenfrage, wie macht es ihr denn derzeit? Und die Dinge, die ich sehe, sind in der Regel drei Wege, die wie Secrets Management ohne irgendein Zusatzsystem gemacht werden. Das erste ist eine Art, das habe ich vorher schon geteasert, dass jemand mit einem KeePass oder irgendeinem anderen Passwort-Safe arbeitet und in allen möglichen Umgebungen die Passwörter manuell aktuell hält. Das heißt, wenn irgendeine Datenbank dazukommt, wo eine Applikation dann auf einem Kubernetes-Cluster hochgefahren wird, die Datenbank nutzen soll, dann muss in dem Kubernetes-Secret-Store dann diese Datenbank, Zugangsdaten dann drinnen verwaltet werden. Das kann man dann, das macht dann diese Person, indem sie im KeePass das hinterlegt und dann die Umgebungsvariablen entsprechend für den Pod auf Kubernetes setzt. Das ist sozusagen der erste Weg. Das ist ein super hoher Wartungsaufwand. Und man läuft halt auch in die Gefahr, dass wenn man ein Secret wo rotiert wird, dass man vielleicht an einer anderen Stelle vergisst, das dann auch wieder zu aktualisieren. Das zweite ist so ein bisschen die Enhanced Version von der Variante 1, da fängt man dann an, dass man eigenes Git-Repository für seine Secrets hat und zumindest diese Versionsverwaltung der Secrets irgendwie in den Griff zu bekommen. Das hat zwar den Reiz, dass ich dann eine Versionierung habe und alte Secrets auch habe und meinen Code irgendwie getrennt habe von meinen Secrets, aber es hat dann trotzdem immer noch den Hahnenfuß, dass ich mich selbst und
und manuell um viele Dinge kümmern muss. Und das, die dritte Variante ist ein bisschen eine Abwandlung vom zweiten. Da arbeitet man dann mit Secrets, die bereits schon verschlüsselt sind, in einem Code-Repository. Da habe ich aber dann wieder die Abhängigkeit von einem Encryption-Key. Das Problem, was all diese Konzepte in der Regel haben, ist, dass sehr viel manuell gewartet werden muss. Und das aus meiner Perspektive das Hauptproblem ist, dass diese Secrets in der Regel keine Time to Live haben. Das heißt, die haben kein Ablaufdatum, was das Problem von long-standing Secrets, also Secrets, die sehr langlebig sind und die nicht rotiert werden können oder nicht rotiert werden wollen, wenn man nicht weiß, wo man sie noch überall ändern muss, dann immer existiert. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter oder ein Angreifer in Besitz eines long-standing Secrets kommt, dann haben wir als Organisation eigentlich ein Riesenproblem, wenn wir es vielleicht gar nicht merken, dass er das innehat. Und zweitens, wir ein sehr hohes Problempotenzial haben, wenn wir dann versuchen, das zu ändern. Das ist sozusagen der übliche Weg, wie ich sehe, wie die Secrets ohne einer expliziten Lösung oder einem expliziten Prozess verwaltet werden. Und dann kommt eigentlich dann die Frage, wie sollte man es denn machen? Und dann kommen wir halt mit unserer Lösung ins Spiel, wo im Endeffekt sehr stark auf die Automatisierung gesetzt wird. Ich denke auch, die Automatisierung scheint mir da sehr, sehr wichtig zu sein, weil Sie haben es ja gesagt, Secrets Management, Sie sehen das als Prozess und haben von unterschiedlichen Reifegraden berichtet, haben also gesagt, da gibt's also welche, die machen das also sehr, sehr händisch und dann haben Sie verschiedene Stufen gesagt und das Problem ist ja, wir scheuen alle naturgemäß den Aufwand. Sie sagten ja auch, so ein Prozess, eine Lösung muss auch einfach, es muss zur Erleichterung führen, es muss akzeptiert werden. Und wenn man sich überlegt, boah, da muss ich da dran denken, wo muss ich das noch ändern und hier eine neue Version, dann ist es natürlich was wir Menschen auf Dauer irgendwie ablehnen. Und was macht man dann? Das haben Sie es auch beschrieben. Man ändert es lieber gar nicht und lässt, wie es ist. Und hohe Lebensdauer oder sozusagen ewig lebende Secret in falschen Händen. Großes, großes Problem. Jetzt sind wir natürlich gespannt. Sie haben ja schon gesagt, möglichst viel automatisieren bedeutet ja Vereinfachung und wir haben nicht mehr das Thema, dass wir alles ewig leben lassen bei den Secrets, sondern da kann ja dann dieser Wechsel, das Austauschen automatisiert werden. Wie machen Sie das denn? Jetzt sind wir natürlich gespannt. Was ist da Ihre Lösung? Ja, das ist, wie sagt man denn? Es ist alles sehr agentless passiert. Das heißt, wir haben das Produkt heißt CipherTrust Data Security Plattform und ein Modul von dieser Plattform ist dieses Secrets Management. Und die Kernidee ist eigentlich davon zu sagen, wir haben eine zentrale Verwaltung, die einen verschlüsselten Secret Store bereitstellt. Das heißt, alle Secrets, die bei uns eingehen und verwaltet werden, sind immer per Prinzip verschlüsselt, um sozusagen auch schon im Data-Addressed-Bereich ein bestimmtes Sicherheitsniveau herzustellen. Und dann ist das Konzept jenes, dass wir bestimmte Datenquellen oder Ressourcen, also wir nennen es Targets und wir verstehen darunter beispielsweise Cloud-Systeme, Datenbanken, also all diese Systeme, für die wir Secrets generieren wollen, für die machen wir ein Onboarding. Das heißt, wir haben einen relativ hoch privilegierten Account für diese Systeme und können mit diesem hoch privilegierten Account in diesen Systemen dann temporäre Secrets erzeugen, die dann on demand von den jeweiligen Daten-Consumern abgerufen werden können. Man kann sich das so vorstellen, dass eine Applikation, die als Consumer sozusagen auftritt, mit unserem zentralen Secrets Management spricht, und sagt, ich brauche bitte für die Drittsysteme oder Targets jetzt bitte ein Secret, damit ich mit denen sprechen kann. Damit die Applikation überhaupt berechtigt ist, das zu tun, muss sie sich authentifizieren. Und authentifizieren, da gibt es halt unterschiedliche Varianten. Man kann das mit zertifikatsbasierter Authentifizierung machen oder auch mit einem eigenen proprietären Authentifizierungsprotokoll, wo das Thema Secret Zero oder Initial Access auch adressiert wird und die Applikation erhält dann über diesen Prozess die notwendigen Secrets, um mit den Zielsystemen zu sprechen. Jetzt ist dieser Prozess des Secrets Retrievals relativ
unterschiedlich umsetzbar. Also man könnte jetzt beispielsweise für eine Applikation, die man jetzt nicht auf das hin umbauen möchte, weil die gibt es vielleicht schon. Also ich erlebe das ja auch, dass man nicht unbedingt jetzt gewillt ist, Fremdbibliotheken und zusätzliche Abhängigkeiten in eine Applikation reinzubringen. Da arbeitet man dann eher auf einem Plattform-Level oder über CI/CD oder eigentlich nur Continuous Delivery Konzepte, dass man in einem über kontinuierliches Deployment einer Applikation in regelmäßigen Abständen neue Secrets unterschiebt, die Applikation neu startet und die dann mit den aktualisierten Secrets arbeiten kann. Also im Endeffekt geht es darum, dass wir jeden Zugriff auf bestimmte Secrets zentral verwalten können und auch vor allem auditieren können. Und wenn man jetzt einen Rückgriff auf Gartner macht, weil das zielt immer, da gibt's die unterscheiden zwischen sogenannten unmanaged und managed Secrets. Und da gibt's 5, 6 Punkte, die Gartner identifiziert hat, wie man denn diese beiden Typen von Secrets voneinander unterscheiden kann. Und ich glaube, das geht dann auch in Richtung Reifegrad-Evaluierung, wo man sich dann selbst findet. Habe ich alle 6 erfüllt, dann habe ich wahrscheinlich einen sehr hohen Reifegrad. Habe ich keines erfüllt, dann sollte ich mir vielleicht Gedanken machen. Und die 6 sind recht schnell aufgezählt, ist, speichere ich die Secrets verschlüsselt oder im Klartext? Kann ich die Secrets rotieren? Also kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe vorher gesprochen, wir nutzen hochprivilegierte Accounts für diese Drittsysteme und diese hochprivilegierten Accounts, das wäre ja blöd, wenn die jetzt auch statisch und long living Secrets wären. Die werden natürlich rotiert. Also wir wollen ja nicht am zentralen Punkt dann das Hauptproblem wieder aufgreifen, sondern wir ändern dann diese Secrets regelmäßig. Meistens schon nach der ersten Nutzung wird sofort das Secret geändert, damit wenn jemand in Besitz von diesem Secret kommt, das eigentlich gar nicht mehr gültig ist. Wir haben dann die dritte Variante ist das Thema Revocation von Secrets, ob gegenüber einer Time to Live oder einer Lease Time. Das heißt, haben Secrets Ablaufdaten, also hat jedes Secret ein Ablaufdatum oder einen Gültigkeitszeitraum, mit dem man arbeiten kann. Und der vierte Punkt ist für mich das Wichtigste. Werden Secrets reused, also das typische Firmenname, 123 Rufzeichen, wird das öfters wo verwendet oder habe ich wirklich für jeden eigenen Secret-Wert einen dynamisch erzeugten temporären Wert, der sich regelmäßig ändert oder immer wieder seine Gültigkeit verliert. Und die Themen 5 und 6, da geht es dann mehr so um Verantwortlichkeit. Das heißt, wenn ich kein Secrets Management nutze, dann kann ich sehr schlecht nachvollziehen, wer ist denn dafür verantwortlich, dass diese Secrets dann auch gemanagt werden. Wenn ich auf ein Secrets Management System setze, sehe ich sehr wohl, wer Berechtigungen auf bestimmte Secrets hat und dafür ist er dann automatisch auch zuständig, dass die regelmäßig geändert werden. Und aus einer Compliance-Sicht, das ist für regulierte Unternehmen, die jetzt unter NIS 2 oder DORA fallen, auch immer wichtig. Ich habe ein volles Auditing gegenüber keinem Usage Tracking. Das heißt, das sind sozusagen die 6 Punkte, an denen man sich messen kann. Und für mich ist ehrlicherweise vom Prozessgedanken her der vorletzte Punkt über diese Ownership, also dass man weiß, wer ist denn für was verantwortlich, das Wichtigste, weil ich dann definieren kann. Oder ich war früher mal Informationssicherheitsbeauftragter in einer Firma. Und da ist es halt cool, wenn ich sehe, aha, da ist ein Secret eingespeichert, das statisch ist und das schon länger lebt. Da gehe ich doch mal zu demjenigen hin und frage ihn, warum denn das so ist. Also es hat durchaus seine Vorzüge aus einer kontrollierenden Instanz raus, wenn ich mich auf solche Prozesse verlassen kann. Absolut. Und Sie haben uns jetzt mit diesen 6 Punkten, glaube ich, auch so eine kleine Checkliste so mitgegeben, die einem hilft, wer sich damit jetzt befasst und sagt, wie haben wir denn das gelöst? Wo stehen wir? Und haben wir nicht eigentlich Handlungsbedarf? Müssten wir da nicht was ändern? Müssten wir das nicht zum Beispiel temporäre Secrets haben? Müssten die nicht verschlüsselt abgelegt sein? Haben wir die Verantwortlichkeiten überhaupt? Und dass Sie auch uns nochmal den Tipp gegeben haben, wenn man guckt, wer ist denn dafür verantwortlich, also wirklich ansprechen, sagen, warum ist das so, das muss geändert werden. Und Sie haben ja auch gesagt, es muss akzeptiert werden. Man kann natürlich auch hingehen und implementiert einfach eine Lösung, wo viel automatisch gemacht wird. Aber dann hat man wieder diejenigen, die vielleicht es aus irgendwelchen Gründen statisch und langlebend gemacht haben, nicht mit an Bord, weil
die haben aus irgendwelchen Gründen, haben die das halt mal anders gelöst. Aber die muss man auch sozusagen überzeugen. Die kann man natürlich dann auch schnell überzeugen, wenn man darauf hinweist, was für eine Sicherheitslücke das werden kann, wenn man es eben nicht richtig macht. Und jetzt haben Sie uns einiges erzählt, was über den sicheren Umgang mit den Secrets. Aber so wichtig das ist, gerade auch beim Thema DevOps, es gibt ja noch einige weitere Sicherheitsfunktionen, an die man denken sollte. Und jetzt haben Sie auch gesagt, Ihr Secrets Management ist Teil einer so gesamten Plattform für Datensicherheit. Was sind denn da für weitere Funktionen, die man noch brauchen kann, zusätzlich zum Secrets Management? Ja, die Sache, also die, in dieser CipherTrust-Plattform, man muss dazu wissen, die Thales kommt eigentlich aus dem HSM, also Hardware Security Modul Bereich, und aus dem Key Management Bereich. Das heißt, wir sind eigentlich immer die vollen Kryptografen. Wir verschlüsseln gern, wir verwalten dann gern die Schlüssel dazu. Und so verhält das sich dann auch mit unserer Plattform, dass eigentlich das unser Fokusthema ursprünglich war. Es hat sich dann das Thema Secrets Management eigentlich so dazu geschummelt, weil unsere Kunden immer gemeint haben, ihr macht ja eh schon Key Management, warum macht ihr nicht das Secrets Management noch dazu? Und so kam es dann, dass wir das Secrets Management gemacht haben. Aber eigentlich unser Kernbusiness, woher wir kommen, ist eigentlich die Thema Verschlüsselung und wie ich Verschlüsselung in bestimmte Applikationsschichten rein integrieren kann. Das heißt, ich kann entsprechend der Kritikalität bzw. Vertraulichkeit von Daten entscheiden, verschlüssel ich jetzt schon am Applikationslevel oder auf der Datenbank oder im Betriebssystem oder in der Plattform und kann so dann meine Daten auch entsprechend schützen. Zusätzlich, um diese Kritikalität auch erheben zu können, gibt es eine Discovery-Komponente, mit der ich bestimmte Data Stores mir durchsuchen kann, was sind denn da für Daten drinnen, und bekomme die dann über klassifiziertes Dashboard dann raus und sehe dann, ah ja, in dieser MySQL-Datenbank oder in diesem Oracle-Cluster sind personenbezogene Daten drin, und da wäre es vielleicht gut, wenn man da einen zusätzlichen Schutzlayer drauf bekommt. In Bezug auf den ganzen Rest des typischen Software-Development-Lifecycles ist die Thales eigentlich gar nicht so prominent. Wir sind dann eher so am Ende dran, wenn es darum geht, bestimmte Code-Artefakte zu beglaubigen oder im Sinn von sie zu signieren. Das kann man mit Container-Images machen oder Binaries oder Firmware-Images. Die gehören signiert, damit sie dann in einem dass sie dann vertrauenswürdig gegenüber dem System sind, das sie dann ausführen soll. Und was jetzt schon recht also wir bezeichnen es selber noch als brandneu, obwohl es schon mittlerweile ein Jahr her ist. Vielleicht ist die Imperva auch ein Begriff. Die wurde von der Thales akquiriert und die sind halt Marktführer bei dem ganzen Thema DOS Protection und API Security. Und die Thales hat sich daraus jetzt es ist halt der totale Marketing-Spruch, dass man sagt, wir schützen die Daten und die Applikationen und alle Pfade dorthin, weil mit der API Security es möglich ist, halt den gesamten Traffic, der in Richtung einer Applikation kommt, schon vorzufiltern, beziehungsweise mit der DOS Protection zu sehen, dass der Traffic nicht zu viel ist. Also das sind sozusagen unsere Domänen, wo wir uns auch neben der Verschlüsselung und dem Secrets Management noch bewegen können. Genau. Aber ich glaube, das kann man sich sehr schön vorstellen, wie Sie gerade gesagt haben, Daten und Applikationen schützen alle Wege dorthin. Also ob jetzt ein DDoS-Angriff ist, ob eine unsichere Programmierschnittstelle ist und da sozusagen unerlaubte missbräuchliche Zugriffe über APIs sind, ob Secrets ungeschützt sind, ob Schlüssel ungeschützt sind, ob der Umgang nicht richtig damit ist. Also eigentlich ein sehr, sehr breites Spektrum. Sie haben gesagt, zum Beispiel Code-Fragmente signieren. Und also sind viele, viele Bereiche, denke ich, wo man vielleicht im ersten Moment, wenn man so sagt, oh gut, wir wollen mehr Sicherheit in die Entwicklung reinbringen, vielleicht gar nicht sofort dran denken. Das halte ich für besonders wichtig, weil wenn wir als Anwender, als Unternehmen und so nicht dran denken. Es gibt immer welche, die dran denken, die nämlich genau wissen, welche Punkte übersehen werden und wo man hinein kann in die Systeme. Vielleicht haben Sie noch so Use Cases für uns, wo Ihre Lösung eingesetzt wird in der Praxis, was Sie uns noch beschreiben können, weil das ist immer ganz schön, wenn man möglichst viele Beispiele hat, dann kann man sich das am besten vorstellen. Also das letzte Projekt, was ich gemacht habe mit Secrets Management, das war mit unterschiedlichen Kubernetes-Clustern. Und das wäre jetzt an sich jetzt nicht so spannend,
Aber die waren in einer hybriden Infrastruktur gehostet. Das heißt, es waren unterschiedliche Instanzen von verschiedenen Applikationen. Einmal in einem Kubernetes-Cluster, der nativ an einem Cloud-Provider bereitgestellt worden ist, also in einem Azure Kubernetes-Service. Oder ein OpenShift-System on-prem war. Und da war es immer sehr mühsam, die Zugangsdaten für diese Applikation dann synchron zu halten. Und da kam dann unsere Secrets-Management-Lösung zum Einsatz, um genau diese Zugangsdaten einerseits zu harmonisieren und auch sehr viel zu automatisieren. Die haben uns am Ende des Projekts gesagt, dass sie mit jedem Deployment jetzt ungefähr 10 Minuten sparen konnten und jetzt auch die Deployment-Frequenz erhöhen konnten, weil dieser ganze manuelle Prozess von der Secrets-Wartung weggefallen ist, weil sie halt durch dieses Secrets Management alles durchautomatisieren konnten. Das war so mein letzter Use Case, mein Lieblings Use Case, weil er so simpel war, war ein kleiner Quick Win, weil es kam eigentlich mehr so aus einer Privileged Access Management Ecke, wo das Thema war, dass ein Kunde unterschiedliche Linux Server administrieren wollte und die Benutzer sollten aber über SSH, also ausschließlich über Mutual SSH-Verbindungen authentifiziert werden. Das Management von solchen SSH-Keys ist aber relativ mühsam und wir haben dann unser Secrets-Management genutzt, um eine SSH-CA aufzusetzen, die dann berechtigt war, sozusagen die Clients zu autorisieren für bestimmte Linux-User. Und so die SSH-CA beglaubigte halt dann nur SSH-Keys von bestimmten Admins, die sich vorab mit einer Multifaktor-Authentifizierung beim Secrets-Management angemeldet haben. Das heißt, man hat damit auch die Kontrolle über die Admins gehabt. Und das ist eigentlich auch ein Punkt, den ich vorher total vergessen habe, was ein Hauptvorteil von Secrets-Management ist, dass ich nämlich temporäre Secrets an einer Directory-Identity binden kann. Das heißt, ich kann eine Multifaktor-Authentifizierung oder nennen wir es mal allgemein eine starke Authentifizierung nutzen, um eine temporäre schwache Authentifizierung für Drittsystem ausstellen zu können. Genau. Also wir sehen hier sozusagen die Bandbreite, wie man das alles einsetzen kann. Sie haben uns das auch sehr, sehr gut erläutert. Yes, ich habe jetzt trotzdem das nochmal anschauen möchte, so ein Bild verschaffen will. Gibt es denn Möglichkeiten, das zu testen oder gibt es Demos, irgendwas, was man sich da angucken kann? Haben Sie da noch Tipps? Dann würden wir das nämlich sehr, sehr gern in die Shownotes mit aufnehmen. Ja, sehr gern. Also wir haben eine sehr gute Website natürlich. Das kann sich bei der Thales-Website selbst informieren, wie denn dieses Secrets Management aufgebaut ist. Und da gibt es auch einige Verlinkungen zu YouTube-Videos. Also da kann man sich mal einen einfachen Weg suchen, um sich mal ein Bild selbst zu machen. Wenn man es dann wirklich im Hands-on angreifen möchte, und ich gehöre zu den Leuten dazu, ich will das normalerweise immer selber probieren und auschecken, dann kann man sich die Software auch mit einer 90 Tage gratis All-Inclusive Testversion runterladen und dann selbst in-house testen. Und wer es gern live sehen möchte, haben wir gemeinsam Webinar am 12. November. Und da stelle ich das auch in einer Live-Demo vor, was man da machen kann. Ja, super. Das klingt wirklich nach einem runden Informationsangebot. Und ja, da möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken, Herr Gegenleitner, dass Sie uns da in die geheimnisvolle Welt des Secrets Managements entführt haben und da Einblicke gegeben haben. Weil das ist ein Bereich, der oftmals noch viel zu wenig Beachtung findet und aber sehr, sehr böse Konsequenzen haben kann. Wenn man sich vorstellt, so ein langlebiges Secret ist in falschen Händen und diese Person, die das dann ausnutzt, hat eben Möglichkeiten, die einfach nicht in fremden Händen sein sollten. Und ja, deshalb finde ich es ganz toll, dass wir hier in diesem Podcast auch dieses Thema mit Ihnen behandeln konnten. Herzlichen Dank dafür, Herr Gegenleitner. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse, dass Sie gesagt haben, Secrets Management, da will ich wissen, wie das wirklich sicher werden kann
Oder vielleicht war es auch so, dass sie sagen, ich weiß gar nicht ganz genau, was das ist, und haben dann erst die Relevanz gesehen, warum es gut ist, sich diese Folge anzuhören und auch vielleicht nochmal zu hören, alleine schon auch nochmal, um so die 6 Punkte zu haben, um nochmal abhaken zu können, wo stehe ich eigentlich? Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Martin Gegenleitner von Thales. Herzlichen Dank nochmals.